Frühmorgens. Billy Wieschollek möchte einen Kaffee. Doch es ist fast unmöglich. Seine Muskeln zucken so heftig, dass es ihm kaum gelingt. Es ist eigentlich so gut wie gar nichts gebacken. Also wenn die Kaffeemaschine nicht gerade mal zwei Knöpfe hätte, dann könnte ich Kaffee machen. Billy leidet seit seiner Pubertät an Tourette in seiner schlimmsten Form. Normalerweise würde der 28-Jährige so gar nicht erst frühstücken. Das kriege ich nur mit aller starker Anstrengung hin. Ja. Sonst krieg ich das nicht hin. Ja. Die Zuckungen kann Billy nicht kontrollieren. Sie hören auch nicht auf. Vermutlich ist bei ihm ein Stoffwechselvorgang im Gehirn aus dem Gleichgewicht geraten. Befehle an die Muskeln werden deshalb nicht richtig weitergeleitet. Billys Körper wird dabei aufs Äußerste strapaziert. Den ganzen Tag zu führen ist schon heftig, ja? Wie ein Marathon, der niemals endet. Nur meine Hyperaktivität lässt dann auch noch nicht mal zu, dass ich müde oder erschöpft werde. Ich verbrenne eigentlich nur die ganze Zeit Energie und kann keine Energie zu mich nehmen. Billy hält es nicht mehr aus und muss sein Medikament nehmen. Doch dies ist ein Joint. Billy raucht Cannabis, eine illegale Droge. Der darin enthaltene Wirkstoff THC hilft ihm, ein normaler Mensch zu werden. 20 Minuten ungefähr. Das dauert immer eine Zeit, bis das im Körper aufgenommen wird bei mir. Die Wirkung ist verblüffend. Nach und nach verschwinden die Ticks. Wo andere Leute jetzt high werden, wird Billy zum ganz normalen Menschen. Ich habe mehrere Medikamente getestet, auch testen müssen, viele schlimme Medikamente, wo ich meinen Körper noch schlimmer nicht kontrollieren konnte. Das ist bis Spastiken, wo mein Kiefer nach da ging, mein Kopf nach da, mein Arm nach da, meine Beine nach da. Das hat so weh getan, das war höllisch und hat sich 3-4 Tage gezogen. Cannabis hat keine Nebenwirkungen bei mir. Also ich fühle mich ganz normal, wie jeder andere Mensch auch. Ich habe keine Rauchzustände, ich kann vernünftig reden, ich kann mein Leben organisieren, ich kann alles machen, was ich will.